ich begrüße euch. Hier ist der Tommy Canada oder Thomas. Wir kommen aus Kanada und wir kommen auf meinem Kanal. Ja, wir sind in Kanada. 7. Mai, es schneit hinter mir. Ja, also, Folge 8 heute. Strom auf der Anlage. Es wird also ein bisschen gelötet mit den Einspeisungen. Auch ein bisschen noch anderen Bauvorschritt. Und wir gehen mal 30 Sekunden an die frische Luft hier, an den Ontariosee. Und dann am Ende ein bisschen eine Zwischenbilanz. Ich bin ja schon 3 Monate lang dabei, habe ich ein ganz bisschen schon gelernt und davon auch noch ein bisschen am Ende. Also, Folge 8. Gut unterhalten. Also, hier sind wir wieder bei der Anlage. Viel Fortschritt, nicht in den letzten 2 Wochen. Ich habe viel gelötet für die Einspeisungen, aber mehr davon später. Ich habe mir aber viel überlegt, was ich mit in diesem Bereich mache hier. Also, hier sind ja nicht viele Schienen, nur so der Kreis hier. Du kommst hier auf die Hauptebene rauf oder runter. Und zuerst dachte ich, da soll mal ein bisschen mehr ländlich hier und auch einen Berg hin. Aber dann dachte ich, ja, das ist ja ein Wohnraum hier. Und ich habe ja da hinten einen Berg. Und dann nochmal hier einen Berg. Das kann ich ja ein bisschen flacher machen. Auch, wie gesagt, ist hier ein Wohnraum hier. Wir gucken hier viel Fernsehen. Und wenn da so ein Riesending da steht, ist auch nicht ideal. Das machen wir lieber da hinten gegen die Wand. Und habe ich gesagt, was kann ich denn hier machen? Vielleicht einen Bauernhof oder ein Dorf hier in die Mitte. Und dann habe ich bei dem Jans Modellbahnroll gesehen, der hat da ein Tal gebaut. Und das ist also eine prima Idee. Ob ich nun da einen See hinbaue und dann, oder einen Bauernhof, weiß ich noch nicht. Aber ich habe ja hier fast an die 15 cm bis an die Unterkante. Und gegenüber habe ich auch 5. Da kann ich hier ein ganz schönes Tal bauen. Ja, das werde ich jetzt auch machen. Also hier kommt eben ein Tal hin. Ganz einfach. Ich glaube, ich will doch einen See haben in diesem Bereich. Vielleicht mit einem Hotel oder sowas oder einen Gasthof. Das werden wir ja jetzt auch machen. Ich glaube, das ist der Plan. So, jetzt wird gelötet. Wir haben also 30 Einspeisungen. Und da muss natürlich der Bahnstrom und die Masse angelötet werden. An die 30. Ich mache das ungefähr 1 Meter lang. Da komme ich bestimmt überall an die Ringleitung dran. Und ja, 3 habe ich schon und jetzt nochmal 27. Es geht also weiter. Strom. Für Stromdurchgang. Auf der Schiene natürlich muss der Strom hier durch. Und das macht er natürlich auch. Und dann wollen wir beim Löten mal ein bisschen checken, dass da nichts schief gegangen ist. Kein Kurzschluss. Perfekt. So.
Ich habe wirklich die Nase voll mit dem Löten heute. Also, erstmal genug. Gehen wir mal in die frische Luft draußen. Ich glaube, es ist gutes Wetter heute. Also, wir gehen mal spazieren. Erster schöner Tag heute. Fast 20 Grad. Wir gehen mal zum See. Also, hier ist die alte Grundschule. Und da hinten ist der See. Und da haben wir den See. Schotter. Und dieser Rasen ist auch nicht echt. Ich glaube, das ist noch 00230. Da braucht man hier nicht zu schneiden. Also, jetzt kommen die Tommy Canada Tipps. Ich glaube, Tipps ist nicht der richtige Begriff. Ich bin ja Anfänger, also was habe ich bis jetzt gelernt? Ich bin da schon dabei, jetzt also fast 3 Monate. Mitte Februar, glaube ich, ging es los mit dem Unterbau und ein paar Erfahrungen habe ich schon gemacht. Also erstens die Anlagengröße. Ja, ein bisschen zu groß für mich, denke ich. Mehr vom Zeitpunkt her, weil man muss viel dran arbeiten. Da ist also immer mehr zu tun. Ich wollte ja erstmal so 3 Meter mal 1,20 Meter. Auf einmal wuchs das auf 4,20 Meter mal 1,30 und dann noch hier so ein Anbau von 1,45 Meter mal 1,20 mehrere Quadratmeter. Und dazu braucht man ja also viel mehr Zeit, viel mehr Kosten. Und für die erste Anlage würde ich doch sagen, wenn man den Platz hat, kleiner ist vielleicht mal ein bisschen besser. Also das war das Erste. Das Zweite war der Unterbau. Der ist ganz gut gelungen, auch von Eisenbahn und Co. ein bisschen abgeguckt und der hat einen guten Kanal, aber ich habe so ein edles Holz genommen und das braucht man ja nicht. Das sieht also ganz wunderschön aus, aber wenn das alles abgedeckt ist mit Landschaft, dann sieht man das gar nicht. Nur wenn man da unter der Anlage liegt, dann ist das also herrlich. Ich würde doch sagen, was ein bisschen billigeres zu nehmen, da kann man sich ein bisschen sparen an Kosten. Mein Unterbau hat ja, ich glaube, 350 Euro gekostet mit Schrauben und Holz und alles dran. Der dritte Punkt war K-Gleis und C-Gleis. Ich habe also 2 Pläne einer K-Gleis, einer C-Gleis zusammen gefriemelt. Ja, der untere Bereich, also Schattenbahnhöfe, waren K-Gleis und oberer Bereich war C-Gleis. Ich habe alles mit C-Gleis gemacht, aber die Schienen sind ja dieselben K und C, aber die Programme haben ja alle ein paar Unterschiede, wo man also nicht dasselbe Gleis nehmen kann. Und dann an Stellen ist es also nicht ideal, wie das also zusammengesteckt worden ist. Und man hat ja kein Flexigleis im C-Gleis-Programm. Also gab es mir doch ein paar Schwierigkeiten. Ja, Punkt Nummer 4, Rampen sind doch ein bisschen mehr schwierig, als ich dachte. Dass die also keine Knicke drin haben, auch wenn ich so 2,5 Meter habe. Und Gleiswände sahen doch kompliziert aus zu bauen, aber ich glaube, es wäre eben doch besser gelungen, dass die Züge von einer Ebene auf die andere kommen mit dem Gleiswände. Also hätte ich doch mal Gleiswände bauen sollten. Der 5. Punkt, Werkzeuge. Ich hatte ja einen Schraubenzieher, einen Hammer, eine Holzsäge für den Garten, das war es so, ein paar Schraubenzieher. Ich habe mir also viel angeschafft an Werkzeugen, Lötkolben und Messgeräte für die Elektrik und so weiter und so weiter. Das beste Werkzeug war die Japansäge. Ich habe noch nie von einer Japansäge gehört, aber mit dem habe ich alles zurechtgeschnitten. Das gelingt mir sehr und tolles Gerät, kann ich jedem empfehlen, die Japansäge. Und der letzte Punkt, wenn die Anlage auf Rädern ist und man zieht die hin und her, musst du immer darauf achten, was hinter einem ist. Hinter mir ist so ein Lautsprecher, der ist 5 Kilo plus und der ist nicht angeschraubt oder geleint und da bin ich mal gegengekommen und der ist mir fast auf den Fuß gefallen. Also mein Fuß ist fast gebrochen und der hört sich nicht mehr so gut an, aber der kanadische Popstar Justin Bieber, auf einmal hört er sich 10-mal besser an mit dem kaputten Lautsprecher. Also prima. Anyways, das waren meine 5 Tipps oder Tricks und ja, here we go. Also, das war's wieder mal für heute. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ja, mach mal einen Daumen hoch oder auch einen Daumen runter. Lasst mal ein Abo. Wir sehen uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.